Herzlich willkommen bei der Masterclass. Heute versuche ich euch, ZuschauerInnen, zu zeigen, wie man einen guten Blog stellt und wo es drauf ankommt. Exemplarisch machen wir das heute an einer Blog-Situation über die Halbposition und einmal über die Mitte, wo wir über die Sprungsituation und den Sprungblock drüber sprechen. Jetzt sprechen wir über die Wurfsituation von der Halbposition. Wie ich gesagt habe, kommen hier einige Schlagwürfe auf uns zu. Das Ziel ist es, wir sprechen jetzt von einem Rechtshänder, dass ich dem Torhüter ein klares Bild gebe, wo der Block zu stehen hat. Das heißt, ich versuche in diesem Fall die Wurfarmseite, den geraden Wurf in das lange Eck wegzunehmen, sodass der Torhüter sich ganz darauf verlassen kann, in die kurze Ecke zu gehen. Da im Schlagwurfbereich nicht nur über den Kopf geworfen wird, sondern auch seitlich in der Hüfte vorbei, muss ich versuchen, möglichst aktiv auf der Wurfarmseite zu stehen. Wenn Hughes einmal den Arm hebt, heißt es, dadurch, dass wir auf der Halbposition nicht so defensiv verteidigen, dass ich versuche, mit den Armen den Wurfbewegung, führ mal durch, versuche, in die Wurfbewegung zu kommen, sodass hier der gerade Weg, führ mal gerade durch, immer bei mir in den Körper oder in den Block geht. Wie ihr sehen könnt, hat der Torhüter jetzt die kurze Seite frei. Das heißt, wenn Julius an meinem Block vorbeischießt, von der Wurfposition her, der Wurf immer in die kurze Ecke eigentlich durchzuführen ist. Jetzt geht es tatsächlich um das Blocken von Sprungwürfen. Hier ist elementar wichtig das Zusammenspiel zwischen dem Torhüter und dem Abwehrspieler, da es deutlich schwerer zu koordinieren ist, wie der Angreifer wirft, ob er länger springt oder kürzer springt, wie die Wurfhaltung ist. Es ist hier enorm wichtig, dass das Zusammenspiel funktioniert und dass sich der Torwart darauf verlassen kann, dass der Abwehrspieler die ganze Zeit die Arme gerade nach oben streckt und somit eine Säule bildet, an der sich der Torhüter orientieren kann. Hier gibt es klare Richtlinien, die aber auch immer intern kommuniziert werden müssen. Klassisch wäre kurzer Wurf in die kurze Ecke, hat der Torhüter den Ball, springt der Werfer lang und versucht in die lange Ecke zu werfen, versucht der Abwehrspieler das zu blocken. Springt der Angriffsspieler allerdings am Block vorbei, das heißt die Säule wird überlaufen oder überflogen, wechselt sich das Torhüterspiel, das heißt der Torhüter versucht in die lange Ecke zu gehen, weil der Wurf in die kurze Ecke deutlich schwieriger ist. Nicht nur das Timing, nicht nur die Koordination zwischen Torhüter und Abwehrspieler ist wichtig, sondern auch das Timing generell beim Abwehrspieler, dass er den richtigen Moment erwischt und den Gegenspieler ausgeschaut hat, wann er hochgesprungen ist, um so den höchsten Punkt für seine Säule zu haben, damit die möglichst größtmögliche Fläche abdeckt. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, ein paar Tipps zu geben, um vielleicht einen etwas besseren Block zu stellen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch selbst für mich mit der langen Körpergröße ist der Block nur eine von vielen Tools, die man in einem Abwehrspiel benutzen kann. Man sollte sich immer nicht nur auf eine Sache verlassen, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, um dem Torhüter zu helfen.